Hallihallöchen, ihr Lieben, und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Endlich geht es mit der lebendigen Welt Staffel 1 weiter. Ich habe mich da so drauf gefreut, als ich letzte Woche gelesen habe, ja, die nächste Episode, sie kommt Dienstag, und ich so, ja, endlich wieder Guild Wars 2 aufnehmen. Ich habe es ja, ich muss echt sagen, ich habe es vermisst. Ich liebe dieses Spiel einfach so sehr. Und ich muss auch ehrlich sagen, seit der letzten Folge habe ich an sich Guild Wars auch nicht mehr gespielt. Auch nicht so privat mal zwischendurch, was ich eigentlich ja so vorhatte. Aber selbst das habe ich dann irgendwie nicht gespielt. Und daher freue ich mich umso mehr darauf, jetzt die nächsten Tage hier wieder in Guild Wars was erleben zu können. Skoxy ist mittlerweile 2 Jahre alt geworden in den letzten Wochen. Da habe ich nämlich Post bekommen mit Glückwünschen und da gucken wir gleich noch ins Geschenk rein, was wir denn Schönes zum Geburtstag bekommen haben. Und ja, und dann starten wir die lebendige Welt, Staffel 1, Episode 3. Ich bin gespannt, was passieren wird. Gucken wir aber jetzt erstmal in unsere Post. Ach du Heilige. Ich habe vergessen, was für ein Messi ich bin, ne? Hier im Spiel. Das sieht aus wie... Ja, guckt nicht hin. Also das war der Daily Login heute. Toll, der passt schon nicht in meine Tasche. Das geht ja gut los. Und da haben wir das Geschenk zum 2. Geburtstag. Das wird nicht in meine Taschen passen. Wir räumen mal auf. Würde ich sagen... So eine Kacke aber auch hier. So, was habe ich denn hier noch? Geschenk. Ach, Geschenk von Scarlett. Wieso habe ich das zweimal? Können wir das bitte einfach zerstören? Ich weiß, dass wir dann wieder in die Luft fliegen. Das haben wir nämlich schon mal geöffnet gehabt. Hier haben wir noch was Schönes. Kann ich alles weglagern? Das können wir aufmachen und weglagern. Das ist doch schon mal ganz gut. So, jetzt öffnen wir mal. Warte mal, ich räume mal hier so ein bisschen mal Platz, dass wir das so schön kompakt beieinander haben hier. Unser Geschenk. Und wir bekommen eine Schriftrolle der Erfahrung, womit wir einen Charakter direkt auf Stufe 20 boosten können. Ein Geburtstagsverstärker. Der gibt uns 100% Verstärkung für das magische Gespür. Erhalt vom WVW-Rang, Erfahrung für besiegte Gegner und Gold und alles Mögliche. Dann bekommen wir einen Beutel Begeisterscherben. Yay, da habe ich ja auch nicht viele von. Dass ihr Beutel Begeisterscherben verbrauchen möchtet. Ja, gib mir die Geisterscherben. Und wir bekommen einen Geburtstagsplaster. Es ist eine Kanone. Wunderschöne Kanone. Mit der wir... Kuchen schießen können. Noch mehr Kuchen schießen können, weil wir Geburtstag hatten. Okay. Genug davon. Wir möchten jetzt mit der Geschichte weitermachen. Ich freue mich drauf. Das ist voll schön hier. Das ist voll schön hier. Okay. Wir klicken mal dieses wunderschöne glitzernde Sternchen an, was hier auf uns wartet. Episode freigeschaltet. Jetzt zum Spielen verfügbar. Ach, das ist schon Episode. Das ist ja schon 4. Wir sind ja gar nicht bei 3, wir sind ja schon bei 4. Stimmt. In 1 haben wir Graham und Rox kennengelernt. In 2 haben wir gegen die Ätherklingenpiraten gekämpft. In 3 haben wir Scarlett kennengelernt. Und hier in Götterfels, deswegen sind wir ja auch noch hier, hier in Götterfels, mächtig Ärger mit ihr gehabt. Und jetzt kommt ja schon 4. Nice. Der Traum, ja, genau. Der Turm der Albträume in der Chronik ansehen. Wunderbar. Dann aktivieren wir das doch mal direkt. Dadurch geht, ja, ist egal. Lest den Brief. Vor allem, ich weiß noch, ich bin mir immer noch nicht so 100%, ich glaube, mechanisches Chaos lief, als ich damals mit Guild Wars 2 angefangen habe. Ich glaube, das habe ich auch bei der letzten Episode gesagt, ne? Weil ich kenne nämlich noch das Gebiet, in das wir gleich kommen.
in seinem alten Zustand, in seinem heilen Zustand. Und dann ist hier sowas passiert, was wir gleich erfahren werden. Und seitdem ist das so, wie es ist. Ja, gut. Lest den Brief. Gut, dann gucken wir mal. Hab ich so viel wieder gelabert, ne? Marjorie Delacroix, Detektei Delacroix. Ein dringender Aufruf zu den Kessex-Hügeln zu eilen. Scoxy. Die Mesmer und andere besorgte Gruppen untersuchen seit einiger Zeit eine Anomalie in den Kessex-Hügeln, wo sich etwas gewaltig Unerfreuliches vor unseren Augen verbirgt. Wir wissen, dass es sich dort befinden muss, da unsichtbare Mauern uns den Zugang zur Mitte des Viathan-Sees versperren. Kasmer wird versuchen, einen Zauber zu wirken, der hoffentlich den Schleier lüften kann. Eure Erfahrung auf dem Schlachtfeld würde sich dort ohne Zweifel als wertvoll für uns erweisen. Feldwebel Walters von den Seraphen bricht vom Fort Salma aus in den Süden auf, um sich gemeinsam mit uns den Gräueln zu stellen, die Kasmers Zauber enthüllen wird. Bitte schließt euch ihr an und nehmt so viele Freunde mit, wie ihr wollt. Marjorie, alles klar. Heißt für uns, auf in die Kessex-Hügel. Gucken wir mal direkt auf die Karte, das ist ja hier unter uns. Und zwar hier in den See. Und dieses Gebiet war früher komplett grün und schön. Und ihr seht ja jetzt schon hier diese ganze... Ja, so sieht man es auch. Diese ganze Kacke hier. Und wir lernen jetzt endlich mal gemeinsam kennen, warum das so ist, was da passiert ist. Also auf nach Fort Salma. Das ist... Euer Ladebildschirm gewesen. Oder war das der früher der alte war? Ich bin verwirrt. Eine blutsteinverrückte Bestie ist erschienen. Ja, das ist ja ganz bezaubernd. Oh nein, sie haben wirklich das Gebiet zurückgesetzt. Seht ihr es? Der Albtraumturm. Ich war da früher nie drin, weil zu der Zeit war ich noch am Hochleveln und war noch nicht so weit, mich dem hier zu stellen. Ich habe das zwar am Rande mitbekommen, dass hier irgendwie was passiert, aber ich habe das damals noch nicht so für wahrgenommen. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Weltevent, keine Ahnung, und fand das damals noch nicht so wichtig. Dumm, wie ich war. Ich habe halt die lebendige Welt erst wirklich aktiv gespielt, dann am Ende, als Löwenstein zerstört wurde. Da bin ich da aktiv mit eingestiegen. Und da war das hier alles ja schon vorbei. Okay, ja. Es ist Patch Day. Wir haben, ihr seht es, 18.36 Uhr. Vor einer halben Stunde wurde das hier gepatcht. Und hier ist natürlich Eskalation. So, dann gucken wir mal. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Die Enthüllung des Albtraums. Aber sowas von. Das Kasmer? Was ist das? Trefft euch mit dem Feld. Ich soll euch zu den Ruinen von Alte Rote Werft begleiten. Marjorie und Kasmer sind schon vorgegangen. Okay. Lasst mich wissen, wenn ihr bereit seid. Dann folgen wir ihnen. Ich bin jederzeit bereit. Legen wir los. Fräulein Delacroix und Fürstin Maid haben alle Vorbereitungen getroffen. Was und ist sind denn bereit das für zum Zeug Aufbruch. In der Luft? Ja, Gift. Sie warten auf uns. Sagt nur ein Wort und ich bringe euch dorthin. Mit was haben wir es hier zu tun? Wir wissen noch nicht viel. Fräulein Delacroix bat uns, hier auf euch zu warten. Sie und Fürstin Maid begaben sich zur alten roten Werft. Wir vermuten, dass die Kreid in die Sache verwickelt sind, da es sich um ein bekanntes Gebiet der Kreid handelt. Wieso wussten wir nicht über diesen Turm Bescheid? Was Brauchbares rausgefunden. Die Kreid und ihre Verbündeten nutzten eine gewaltige Illusion, um ihn zu verbergen. Das ist alles, was ich euch sagen kann. Diese Art von Magie geht über meine Vorstellungskraft hinaus. Ich bin nur ein einfacher Soldat. Fürstin Maid kann euch vielleicht mehr erzählen. Okay, dann bringt mich zu. Also, brechen wir auf. Okay, ein, Kämpft in Gruppen. Wir sind zu wenige, um alleine etwas zu erreichen.
Achtung! Oh. Wir brauchen diese Brücke, um unsere Leute zu erreichen. Oh, diese toxischen, ne? Die vermisse ich ja nicht. Ich werde eure Seele zerreißen. Also die können echt, die waren dann auf der Welt, waren die groß verteilt. Überall mal, jetzt kriege ich voll die Erfolge und ich weiß nicht wofür. Die waren sehr verteilt, um Macht zu sammeln. Hier diese toxische Allianz. Und die tun weh, das glaubt ihr gar nicht. Wie weh die tun können. Aua, oh, ich muss meine Skills noch ändern. Die habe ich noch vom letzten Mal nicht gut überarbeitet. Den kann ich aber nutzen. Ich schon mal gleich down. Die Veteranen sind so fies. Okay, den können wir hier finishen. Ja, mein Halloween-Finisher. Ich liebe ihn. So, jetzt haben wir euch zwei da noch. Wieso schleiche ich eigentlich so vor mich her? Ich habe die Taste erwischt. Okay, ich wollte gerade sagen. Nicht normal, dass ich hier so langsam durch die Gegend krieche. Aua. Oh, ich habe es vermisst, hier zu kämpfen und zu spielen. Aber das Blöde ist halt, das ist ja der Grund, warum ich damals ist gut, vor einem Monat erstmal aufgehört habe. Mir fehlt aktuell Content. Ne? Mir fehlt was zu tun. Ich habe schon alles gesehen und gemacht und getan. Und ich werde eure Seele zerreißen. Hallo, kannst du den mal finishen, Scoxy? Ich habe jetzt mehrmals auf F gedrückt. Aber sie will nicht. Jetzt mach. Wir sehen uns. Danke. In euren Albträumen. Ich lenke eure schlimmsten Ängste heraus und lasse sie auf euch los. Erstmal da den Kleinen machen. Immer erst die Kleinen, dann die Großen. Okay, das sind irgendwelche Starter-Erfolge, die wir hier die ganze Zeit kriegen. Ich hatte auch, als ich mich eingeloggt habe, voll viele gekriegt. Da. Gut gekämpft, Leute. Sehr gut. Was könnte der Albtraumhof bloß mit den Kreid zu schaffen haben? Ihre neue toxische Allianz ist die Ursache der seltsamen Dinge, die hier geschehen. Was haben die nur vor? Weiß ich nicht. Für Antworten ist keine Zeit. Angetreten, wir müssen über diese Brücke und weiter. Also, brechen wir auf. Ja, ich komme sofort. Ich gucke gerade, was ich hier für Skills drin hatte. Ich weiß es nämlich nicht mehr. Was war denn der letzte Skill? Auch irgendwas hier mit Gift, ne? Ich glaube das. So. Sieht schon wieder besser aus. Okay, über die Brücke. Hier war mal eine Brücke. Gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Und diese Bäume, die leben da auch nicht mehr so. Da kommt jemand, an dem ich meine neue Giftmischung ausprobieren kann. Nee, mach mal nicht. Oh nein, nicht die Dinger. Vorsicht! Weg da! Große Götter, nun haben wir auch noch Zentauren am Hals. Bringen wir schnell zu Ende. Die ist vernebelt von dem Gift. Wir haben jetzt keine Zeit für euch. Ich bin kein Zentaur, auch wenn ich farblich so aussehe und dazu passe. Ich? Was ist los? Nein, mir geht's gut. Moment, ihr seid gar kein Zentaur. Nee, hab ich doch Götter gesagt. Götter, verzeiht, ich war nicht ganz bei Trost. Lasst mich einfach. Ihr müsst zu Marjorie und Kashmir. Beschützt sie. Okay. Ihr geht zurück, wie ich sehe. Gut, wir müssen weiter. Wir haben noch ein paar toxische Albtraumviechers hier vor uns. Okay, aber der ist relativ easy gerade. Das ist schön. Du bist ein Veteran, du bist nicht so einfach, das ist nicht so schön. Du bist normaler. Und wir müssen auf diese Sporen aufpassen, auf diese Blümchen. Au! Ach, das war nicht hier. Lass du mal auf.
richtig wieder finishen. Ja, finish! Ich liebe diesen Kopf. Es ist bald wieder Halloween, ne? Oh, Leute, es ist bald wieder Halloween. Können wir halt wieder Halloween in Guild Wars spielen? Ja! Okay, wir müssen weiter in den Osten. Ja, hier ist überall Zeugs. Wer will alles mitmachen? Ich! Komm her! Ich komm mal her! Komm mal aus der toxischen Blume da raus. Das ist uns blöd. Ich will da nämlich nicht rein. So, so ist gut. So ist gut. Jetzt bitte nicht wieder da reingehen. Willst du mal aufhören, hier irgendwelchen Dreck zu werfen? Aua, aua, aua. Schmerzen. Ich sterbe. Nein, ich sterbe. Und finish, bevor wir gefinisht sind. Wunderbar. Oh Gott, da kommt der Nächste. Nee, ich bin gar nicht da. Dann machen wir dich auch noch mal eben mit. Und finden dann hoffentlich gleich unsere Freunde. So, wie weit haben wir es denn noch? Wir sehen es nicht. Müssen die hier überall rumhängen? Das macht mich ja mal. Freunde? Hier war mal ein Weg. Ich renne hier mal durch. Oh Gott. Och nö, muss ich die alle umbringen? Kann ich Hilfe bekommen? Vielleicht? Oh. Ich meine, ich bin ja gut, ne? Aber so gut? Okay. Erwartet nichts Großartiges. Es könnten jetzt ein paar Tode werden. Hier ist nämlich gerade viel los. Ah, wobei, die gehen. Die gehen. Blut im Wasser. Wir haben wieder Kreid getötet. Ja, das ist doch schön. Kriegen wir wieder irgendeinen Schlüssel. Wo ich nie weiß, wo die Truhen für sind. Ich weiß, irgendwo im Wasser. Aber da habe ich auch keine Lust nachzusuchen. So, pass mal auf. Wir machen... Also, dich können wir wieder finishen. Ja, warte. Finish! Bims! Wo kommen denn die Spinnen her? Wahrscheinlich, weil ich im Gift war, ne? Nee, das finde ich... Nee, geh doch nicht wieder... Geh doch da nicht wieder rein, Skruxy. Okay, warte, wir machen die ganz schnell kaputt. Jetzt kriegen wir irgendwelche Halluz. Warum ausgerechnet von Spinnen? Das ist ja genau das Richtige für mich. Müssen wir die jetzt alle umbringen? Nee, ne? Nee, guck mal. Der Balken ist ja schon was voll. Spielen wir. Nee, zu spät zum Spielen. Du bist eh schon da. Bezwingte toxische Allianz, Mitglieder 25. Hab ich schon, bin schon wieder auf dem. Ich bin schon wieder auf den Knopf gekommen. Ich sollte mal aufpassen, wo ich meine Finger habe. Da nehmen wir uns das Grüppchen da unten mal vor. Die beiden. Hallo! Ach, da kommen noch mehr angeschlichen. Das finde ich ja gut. Dann wollte ich direkt mitmachen. Ach so, wir müssen den Balken nicht voll machen. Wir müssen den Balken leer machen. Auch gut. Aber haben wir trotzdem ja fast fertig. So. Machen wir dich mal eben hier finish. Gib mal wieder hier unseren wunderschönen Königszorn, der sich im Mondschein kaputt lacht. Wir können vielleicht auch gleich mal einen anderen reinnehmen. Mal gucken, was ich da noch so habe. Ich würde auch mal was Unterschiedliches sehen, ne? So. Spielen wir. Den machen wir auch noch mit Königshorn und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch einen anderen Finisher nehmen. Die Finisher sind... Wo waren die denn? Ich glaube bei Ausrüstung. Todesstöße. Was haben wir denn noch schönes? Das ist das Standardding. Das ist halt langweilig. Geburtstagstodesstoß. Der ist hübsch, der ist pretty. Kaninchenrang, Hirschrang.
Doljak, Todesstoß, Wolf, die habe ich alle dauerhaft. Schneekugel, nee, passt nicht. Vogelscheuche, ja guck mal, da habe ich auch 10 Milliarden vor. Oh ja, den finde ich schön. Guck mal. Nehmen wir den. Habe ich den? Den habe ich jetzt aus. Oh, wir könnten auch zufällig machen. Warte, warte, warte. Lass uns mal zufällig nehmen. Wird jedes Mal ein anderer. Oh ja. Das finde ich lustig. Dann haben wir jedes Mal was anderes. Ja, diese riesige Blume, ne? Wie die das verstecken konnten, das weiß ich auch nicht. Wir können mal auf die Karte gucken. Ja, da seht ihr, das war eigentlich mal hier alles wunderschön und dann stand das da plötzlich mitten im See. Ah, ja, 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 ja. Da war da nicht so schön. Ich weiß noch, da bin ich nämlich in dieses Gebiet und dachte mir so, nope. Ich bin wieder raus und habe erstmal andere Sachen weitergemacht. Wie die Hauptgeschichte, die ich da noch zu machen hatte. Und überhaupt Level 80 werden. Das war zu dem Zeitpunkt. Ah, guck mal da. War das ein Todesstoß? Ich bin fertig. Ich bin fertig. Gut, wir müssen Marjorie und Kashmir finden. Irgendwo hier in diesem grünen. Da. Hi. Kashmir, seht. Hilfe ist da. Ja. Bald sind wir wieder im Lager. Wir können berichten, was wir über den Turm erfahren haben. Uns ausruhen. Ausruhen? Ich glaube kaum, dass wir... Ihr werdet ja, unter uns im Dreck kriechen. In unserem langen Schatten. Toll, mein Vogelwogel hat so gut wie gar nichts getroffen. Das war ja erfolgreich. Achso, ja, guck mal, ich weiß, ich habe diese Skills andersrum gehabt. Ich habe gerade intuitiv einfach die beiden Skills gedrückt und dachte mir so, nee, irgendwie das stimmt fast nicht. Muss ich dann ändern. Das ist, wenn man gar nicht mehr nachdenkt, welchen Skill man eigentlich nutzt, sondern einfach nur aufgrund der Taste im Prinzip weiß, okay, bei der Taste passiert das, etc. Den Geist zerfressen. Schneiden unsere Klingen euch das Herz. Ja. Spielen wir. Oh, Gegnatz. Gegnatz. Oh, da können wir wieder überall Todesstöße benutzen. Ja, dann sehen wir auch vielleicht noch ein paar andere. Du gleich vielleicht mal down. Für einen wunderschönen Todesstoß. Da, was kriegen wir? Ich sehe es nicht, weil ich nicht getroffen habe irgendwie. Nee, du heilst den ja wohl nicht. So, jetzt aber schnell. Mein Platt. Nein! Wir werden die ganze Zeit unterbrochen. Das ist doch nicht wahr. Vielleicht liegt ihr alle. So, alle kannst du nicht retten. Jetzt aber. Und wir kriegen eine Flagge mit einem Doljak. Wunderbar. Und wir sterben beim Todesstöße verteilen, ne? Und wir liegen selber. Das war ja erfolgreich. Mann, ich wollte doch Todesstöße gucken. Es war ein bisschen risky. Gebe ich ja zu. Ich will euch zeigen, was Schmerz ist. So, jetzt aber. Und? Geschenke! Gut, hab ich gedrückt? Ne. Und die Schneemann. Unsere Allianz gibt uns die Kraft, in ich will jetzt mal heilen. Ach, Kollege, ne? Er hat doch schön getroffen. Wunderbar. Und gleich haben wir ihn. Gleich haben wir den Kollegen. Ja, das ging doch. Das war doch ganz okay. Wie Freunde. Ich sagte, ehe man mich so unhöflich unterbrach. Solange der Turm da steht, sieht's wohl eher schlecht aus mit Ausruhen. Hm? Ihr solltet zurückgehen nach Götterfels. Damit sieht's noch schlechter aus.
Vielleicht sollten wir unsere Freunde mal auf den neuesten Stand bringen. Bis vor kurzem war dieser Turm von Illusionsmagie verschleiert. Ich fand den perfekten Zauber. War ein Zufall. Es war fantastisch. Der Himmel wurde dunkel und... Ich konnte das magische Gerüst erkennen. Es war die Illusion einer Mesmerin. Sie hatte die Augen geschlossen und hob die Hände. Ihre Fingerspitzen knisterten vor Magie. Ich fand den Riss im Schleier. Ein magischer Stich an der richtigen Stelle und er glitt herab wie... Die Kleider eines Nornbarbierrat. Jory! Also der Schleier fiel und ihr habt ihn gesehen. Den Turm. Und die Kreid und den Albtraumhof. Sie wirkten unfroh. Tun sie jetzt noch. Ja, blöd gelaufen, ne? Hat die einfach hier entführt. Wir müssen den Turm beseitigen. Fragt sich nur wie. Sieht uneinnehmbar aus. Geh immer nach dem Aussehen, Jory. Wenn etwas wie eine Festung aussieht, beschützt es sicher etwas Kostbares. Ich würde ja zu gern einen Blick hineinwerfen, aber da am Fuß sind dicke Giftsporenwolken. Ein starkes Parfüm wäre gut. Wie das, was ich auf ein Tuch sprühe, wenn ich aromatische Krieger treffe. Genau. Gifte kenne ich gut. Ich könnte ein Gegengift brauen, wenn ich Gas- und Sporenproben hätte. Ja, und da kommen wir wahrscheinlich ins Spiel, ne? Wir bekommen 3 makellose toxische Sporenproben. Da habe ich sogar noch 70 im Materiallager. Wir bekommen 2 Muschelbeutel mit Loot und ja, Schriftrollen der Beherrschung. Die ich ja dringend brauche. So, erzählt mal, Mädels. Hallo. Fürstin Kasmer und ich begegneten uns zum Lager am Donnergrat. Sammelt bitte Sporenproben und bringt sie mir dorthin. Das wäre mir eine große Hilfe. Was ist das für ein Gift? Es ist zu früh, um genaueres zu sagen, aber es befindet sich offensichtlich in der Luft. Zu den berichteten Symptomen gehören Schwindel, Desorientierung und sogar Halluzination. Ganz zu schweigen von Husten und Niesen. Es ist ein heimtückisches Gift. Okay, klar, danke. Habe ich schon gemerkt, ich habe Spinnen gesehen. Hallo. Skoxy, ihr kommt genau im richtigen Moment. Genau wie beim Drachengepolter. Ich hätte uns keine Sekunde länger verbergen können. Das Lüften des Schleiers vom Turm hat mir all meine Energie geraubt. Der Mesmerzauber war sehr mächtig. Wisst ihr, was hier geschieht? Nichts Gutes. Der Himmel ist fahl. Das Wasser riecht wie schlimmliger Käse und überall sind diese Kreid und der Albtraumhof. Redet mit Marjorie dort drüben. Sie hat einen Plan. Okay. Den haben wir ja gerade schon kennengelernt. Gut, heißt für uns, wir müssen erstmal Proben sammeln, damit Marjorie ein Gegengift brauen kann, damit wir hier nicht elendig krepieren. Dann verlassen wir mal die Story-Instanz. Ich mag dieses Bild. Mag ich echt sehr. Und da sind wir zurück. Zurück auf der Karte. Und da sehen wir schon toxische Sprösslinge, die wir dann wahrscheinlich alle ernten können, etc. pp. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind nämlich hier jetzt erstmal am Ende angekommen. Wir sammeln hier noch unseren wunderbaren Schlüssel ein. Und ich freue mich darauf, hier weiter voranzukommen, zu entdecken, die Geschichte hautnah kennenzulernen. Vor allem dann mit euch. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen und ihr freut euch auch so sehr wie ich, dass Guild Wars erstmal wieder zurück auf dem Kanal ist, auch wenn es wahrscheinlich nicht lange sein wird. Aber ja, ich hoffe, ihr seid dann auch morgen wieder mit dabei, wenn wir Proben sammeln, damit wir ein Gegengift bekommen. Bis dahin. Tschüsselü!